Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen 5 Tipps für Beginner in Icarus Video. Wir wollen uns heute mal die Talentpunkte bzw. die Talentbäume und den Technikbaum ein bisschen genauer angucken. Dass Schlafen wichtig für euch ist, sowohl im Real Life als auch im Game. Ich zeige es euch aber nur in Game. Und dass Essen vielleicht nicht immer das Beste ist, was ihr machen könnt, wenn ihr nicht auf die Buffs verzichten wollt. All die 5 Tipps im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, zu Tipp Nummer 1. Ist vielleicht gar nicht mal unbedingt ein Tipp, aber ist so eine Info, die ich euch einfach gebe, die ihr vielleicht bisher nicht habt. Ihr werdet maximal 48 Punkte im Talentbaum verteilen können. Das heißt, passt damit wirklich gut auf. Gerade wenn ihr vielleicht am Anfang Solo gespielt habt und hinterher mehr mit Freunden spielt und am Anfang in den Solo-Baum geskillt habt, habt ihr sofort weniger Punkte, die ihr dann in die Multiplayer-Bäume setzen könnt. Wichtig hierbei ist auch, diese Bäume gelten für alle Spielmodi, also Überleben, Bauen, Kampf. Das heißt, auch wenn ihr Solo seid, habt ihr trotzdem zum Beispiel 10% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Skillt ihr in den Solo-Baum, steht hier extra im Text, dass dieser Baum nur funktioniert, wenn ihr alleine spielt. Das heißt also, wenn ihr dann in eine Runde mit Freunden geht, dann funktionieren alle diese Talente nicht mehr. Ausnahme ist, glaube ich, der Entwurfsboost, wo ihr zusätzlich 3 Entwurfspunkte zweimal bekommt. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht, da reinzugehen. Denn, jetzt kommen wir zu dem Technikbaum. Hier bekommt ihr ohne Ende Punkte. Ich fange einfach mal vorne an und ich sage euch, ihr bekommt, wenn ihr auf Level 99 kommt, bekommt ihr, ich glaube, 305 Punkte ohne die 2 Entwurftalente im Talentbaum, die ich euch gerade gezeigt habe. Und 311 halt mit den 2 Talenten. Den Talentebaum, den ich euch gerade gezeigt habe, könnt ihr nur bis Level 40 leveln. Ab Level 40 bekommt ihr keine Talentpunkte mehr. Den Technikbaum hingegen könnt ihr leveln bis Stufe 99 und ihr bekommt immer wieder Punkte dafür. Und ich zeige euch das jetzt mal, wir gehen jetzt mal durch. Ich habe wirklich fast alles geskillt, außer den Strohschrott hier oben und halt solche Rezepte, die man nicht wirklich unbedingt braucht, weil man die Sachen halt eben auch anders herstellen kann. Und ab hier habe ich fast komplett durchgeskillt. Die Rüstung könnte ich noch skillen, denn ich habe noch 10 Punkte über, aber ich habe die Rezepte dafür nicht gelernt. Hier habe ich sogar die Innenholzeinrichtung mitgenommen. Hier habe ich Aluminium und Glas mitgenommen. Hier habe ich wirklich komplett alles durchgeskillt. Und in Rang 4 habe ich auch so gut wie alles durchgeskillt. Und habe sogar noch die 10 Punkte über. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir unsere Talente und unsere Technik und unseren Technikbaum nicht zurücksetzen. Das heißt, jede Entscheidung, die ihr jetzt trefft, egal ob hier im Technikbaum oder im Talentebaum, wird erstmal so bestehen bleiben, bis ein Respec-Modus kommt, bis die Funktion kommt, dass wir respecken können, also dass wir alle Skills neu verteilen können. Deswegen passt gut auf, was ihr nehmt. Ich empfehle auf jeden Fall immer irgendwie so Sachen mit Laufgeschwindigkeit und Ausdauer erhöhen und hier HP erhöhen. Das war Lebenspunkte. Ich glaube, man konnte auch irgendwo noch die Lebenspunkte. Genau, hier Grundgesundheit. Da kann man auch noch gut reinskillen. Wobei 50 Max Gesundheit, ha, fraglich. Aber wie auch immer, bedenkt, das ist der erste Tipp. Schlafen wollen wir uns mal angucken in Tipp Nummer 2 und das hat nämlich mehrere Vorteile für euch. Zum einen wird es nachts dunkel, man braucht eine Fackel, man sieht nichts mehr und gefühlt, aber nicht bestätigt, gefühlt hat man nachts eine höhere Spawnrate an Wildtieren wie Wölfen, Bären, Hyänen, sonstiges. Das heißt also, mit dem Schlafen skippt ihr zum einen die Nacht und zum anderen, und dafür müssen wir einmal die Nacht schlafen,
Ihr könnt sofort übrigens wieder aufstehen, es ist sofort 7 Uhr morgens. Zum anderen seht ihr vielleicht unten links schon, ihr bekommt einen Buff für 10 Minuten. Der euch 10% mehr Gesundheit gibt, plus 10% Gesundheitsregeneration, plus 5% maximale Ausdauer, plus 5% Ausdauerregeneration, 10% weniger Nahrungsverbrauch und 5% weniger Wasserverbrauch. Das ist also ein wunderschöner Buff, der euch 10 Minuten lang mit eurem Essensbuff und vielleicht noch anderen Buffs, die ihr habt, ihr seht es unten links, ja, ich habe so ein bisschen Durchfall. Aber ansonsten habe ich 3 Essensbuffs drin, ich habe den Buff von dem Wasserkanister und ich habe den Schlafenbuff. Das heißt, ich habe am Start des Tages für 10 Minuten einfach easy 5 Buffs aktiv, um dann Sachen zu farmen, um dann auf Reisen zu gehen oder sonstiges. Also nutzt das, geht nachts schlafen. Tipp Nummer 3. Ich habe mir in letzter Zeit viele Videos von Ikarus angeguckt, auch viele Gameplay-Videos, und mir ist leider immer wieder aufgefallen, dass es immer noch Leute gibt, die Oxid im Inventar nicht in den Slot ziehen, sondern es konsumieren. Am besten sogar noch einzeln. Also wenn ihr es schon machen wollt, dann macht einmal Consume Stack, dann macht er sich voll. Aber noch klüger ist einfach, das Oxid da reinzupacken. Dann macht er das ganz automatisch, bis das Oxid irgendwann leer ist. Dann macht er einfach einen neuen Stack Oxid da rein. Weiter zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 4 dreht sich um die Werkstatt, also der Skillbaum sozusagen oder die Items, an die ihr kommen könnt, wenn ihr im Orbit seid, nicht auf dem Planeten. Hier könnt ihr nur dran, wenn ihr im Orbit seid, dann klickt ihr oben auf Werkstatt und hier könnt ihr euch ja die Items kaufen für die Ren Currency bzw. die Exotics. Wenn ihr genug Punkte zusammen habt, also ihr müsst euch diesen Anzug als erstes kaufen, wenn ihr genug Punkte zusammen habt, dann guckt, dass ihr als allererstes, ich würde sogar fast sagen, noch vor den Werkzeugen, aber das müsst ihr selber entscheiden, das ist so ein bisschen, ich kann euch jetzt nicht sagen, nehmt nicht die Werkzeuge zuerst, die sind auch nicht schlecht als erstes, aber ihr könnt euch da auf jeden Fall entscheiden. Meine Empfehlung ist tatsächlich aber als allererstes, auf den Wassertank und auf die Sauerstoffflasche zu gehen. Denn der Wassertank und die Sauerstoffflasche haben so ein großes Volumen, dass die euch fast durch eine ganze Mission, gerade durch die ersten Missionen, komplett durchtragen, wenn ihr sie einmal komplett aufgefüllt habt. Das heißt, ich denke, Sauerstoff wird jeder von euch benutzen. Ihr werdet nicht, hoffentlich nicht die ganze Mission über mit Oxid im Gepäck herumrennen. Und Wasser braucht ihr eh auch immer die ganze Mission über. Nehmt die mit. Die beiden Sachen sind super grandios. Für mich bisher die besten Items in diesem Baum. Und sobald ihr den zweiten Anzug freigeschaltet habt, habt ihr nämlich auch einen Sauerstoffslot und einen Wasserslot, sodass ihr die Flasche in den Anzug legen könnt und noch nicht mal mehr aktiv trinken müsst. Genauso wie ihr dann mit dem Sauerstoff ja auch nicht mehr aktiv Oxid verbrauchen müsst. Also mein Tipp an euch: Wasserflasche oder Wasserkanister und Sauerstoffflasche als erstes mitnehmen. Tipp Nummer 5 und damit der letzte für heute ist: Buff Food wird nicht überschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt anfange und das erste, was ich bekommen habe, waren Beeren, dann habe ich noch einen Kürbis gefunden und zu Schluss habe ich noch ein Tier gelegt und habe ein Stück Fleisch bekommen. Jetzt weiß ich aber, dass der Buff zum Beispiel von Fisch besser ist als der von Kürbis oder von irgendwas, ne? Oder zum Beispiel auch der von den Beeren. Und deswegen möchte ich jetzt diesen Buff ersetzen. Das heißt, ich esse jetzt einen Fisch, aber hier tut sich nichts. Die Buffs bleiben erhalten. Das heißt, wenn ihr euren Magen mit 3 Buffs gefüllt habt und dann in der Absicht, den besseren Buff vom Fisch zu bekommen, einen Fisch esst, dann werdet ihr den Buff nicht bekommen. Ihr müsst jetzt erst warten, bis einer der Buffs ausgelaufen ist. Dann könnt ihr einen Fisch essen. Und das wird nicht, wahrscheinlich nicht der sein, den ihr loswerden wollt. In dem Falle doch, weil die Beeren und die Kürbisse fast identisch lange halten. Das heißt, jetzt würde der Bärenbuff zuerst auslaufen. Und wenn ihr Fleisch als allererstes gegessen habt, dann habt ihr... Also Fleisch hält ja fast Ewigkeiten.
Also dementsprechend, da achtet da bitte drauf, esst nicht einfach irgendwas und habt die Hoffnung, dass der Buff dann überschrieben wird. Wird er nicht. Immer der Buff, den ihr zuerst gegessen habt, bleibt auch bestehen. Gut, das war's dann für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Und wenn ihr uns mal live dabei sehen wollt, wie wir vollkommen übertrieben, verrückt und ein bisschen dämlich uns durch die Welt von Ikarus prügeln, dann schaut bei uns auf Twitch vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Wir würden uns freuen und schön, wenn wir uns da mal sehen würden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.